Männchen, Volkslied, Thomanerchor Leipzig. In stiller Nacht, das ist ja echt ein Ding. Nee, und hier, Sonate in C-Moll. Was ist denn jetzt los? Ja, das scheißt den wieder nicht auf. Was ist denn das hier für ein Ding? Was steckt da dauernd Geld rein? Was ist denn hier die Aufsicht? Frau Dr. Sollinger, ja, der Apparat ist schon wieder im Eimer. Da steckt dann dauernd Geld rein und dann geht das Ding nicht auf. Das ist doch wirklich ein bisschen teuer für uns Schüler hier, oder? Ja. Das funktioniert nicht? Funktioniert das? Das ist echt ein Scheißding. Oh. Wie viel habt ihr reingeschrieben? Jeder eine Mark. Schreibe ich euch gut. Ja, danke schön. Dr. Sollinger hebt gerade voll ab. Das kann man wohl sagen. Wer sind Sie denn? Ich bin der Kleinmann. Herr Sollinger? Ja? Entschuldigen Sie. Warum denn? Ich habe im Zimmer des Direktors eine Tasche mit wichtigen Unterlagen vergessen. Morgen früh, ab 8 Uhr, ist der Dr. Wiesner wieder zu sprechen. Ach, das ist schade. Ich hätte gerne noch ein wenig gearbeitet. So spät am Abend? Ja, vielleicht würde ich auch tanzen, wenn mich jemand auffordert. Gute Nacht. Wiedersehen, Kleinmann. Wiedersehen. Bitte, Frau Dr. Sollinger, man hält den Körper in Form. Sport. Na, du kleiner Wasserplanscher, was macht die Karriere? Er hat zu mir gesagt, dass ich die Chance zu einem Spitzenspringer habe. Herr Ward-Droste, das ist ein Architekt, der genau begriffen hat, was wir brauchen. Eine Vielzweckhalle. Und hier drunter, Augenblick, befinden sich die Umkleide und die Duschkabinen. Und hier im Keller. Geben Sie hier. Danke. Ein Schwimmbecken. Das gehe ich hin. Ja, das ist nicht sehr groß, aber hat immerhin 5 Gegenstromdüsen. Für abgeschlaffte Leerkörper. Ja, aber für den Ankauf von 7 Bänden expressionistischer Lyrik war kein Geld vorhanden, nicht? Müssen wir wieder zu einer Battletour bei betuchten Eltern starten? Und das Styling nicht vergessen. Das muss natürlich alles noch ein bisschen italienischer werden. Darf ich vielleicht fortfahren? Bitte. Danke. Natürlich haben wir kein Geld. Aber da gibt es ja noch den Förderkreis. Und als Anstalt mit Traditionen haben wir doch bestimmt einige alte Herren, die bei der Steuer was wegdrücken müssen. Bei entsprechender Finanzierung steigt das Land Berlin dann auch noch mit einem Zuschuss ein. Und wann können wir das Richtfest feiern? Warum eigentlich so destruktiv, Herr Ohns? Wir können es doch nicht mehr verantworten, dass die Klassen immer in fremden Hallen turnen müssen oder auf angemieteten Plätzen in Lichterfelde spielen. Ja, also die nach Vorgesprächen mit Herrn Kleinmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Förderkreises, haben wir für kommenden Mittwoch eine Sitzung dieses Gremiums einberufen. Dann teilt allen Spezies, Kumpels und Genossen mit, dass wir Besuch bekommen.
Oh, wieder die Opas mit ihren Erinnerungen? Diesmal ist es der Fördererverein. Aha, die Männer mit den Mäusen, die Goldesel und die Hühner, die goldene Eier legen, ja? Ganz recht, aber die rücken vermutlich keine müde Mark raus, wenn es hier nicht so aussieht, wie die wünschen, dass es hier aussehen sollte. Verstanden? Ja, lasset die Kindlein kommen, ja? Aber dafür gibt es dann auch eine Turnhalle mit Schwimmbad im Keller, da, wo jetzt der Park ist, hinter dem Hauptgebäude. Das ist schon für weniger eine große Schau abgezogen worden. Ach, und wir sollen... Ihr seid doch die Schülersprecher. So, ich gehe jetzt ins Kino. Moment mal, wie sollen wir denen das verklickern? Putz. Um drauf zu hauen. Mensch, verstehst du denn das nicht? Doch. Na, was denn? Dass du gleich tierisch ausrasten wirst. Um mal wieder zu zeigen, dass keiner an dir vorbeikommt, wenn du im Gang stehst. Verstehst du nicht? Die wollen den Park abreißen. Denk doch mal nach, Mann. Na, was willst du mir zeigen? Salto, Kopfsprung rückwärts. Ja, mal einen Kopfsprung. Können Sie mal halten, Hütte? Ja. In der Luft nachgefasst, aber sonst war es ganz gut. Immerhin rückwärts. Mut und Feeling fürs Anspringen bringen nichts, wenn der Körper nicht mitmacht. Komm raus. Ich komme mal bei deinem Verein vorbei. Das trubeln wir schon aus, so von Boss zu Boss. Bis morgen. Okay, danke. Thomas ist ein Talent und ich weiß, wovon ich rede. In seiner Klasse allenfalls eine Begabung. Mit einem Drall zu unüberbietbarer Faulheit. Unser Training fördert nicht nur den Körper. Aha. Sie lassen also auch denken. Niemand will mehrfach Idioten. Was bedeutet für den Jungen Training, Training, Training? Ja. Lohnt es sich oder ist es nur ein Versuch? Jeder Versuch lohnt sich, oder? Tommy ist also begabt als, was sagten Sie? Turmspringer. Turm. Und will er auch? Ich glaube schon. Ich muss das wissen. Ich möchte nicht, dass der Junge verheizt wird. Tommy ist begeistert. Tommy ist immer begeistert. Ist einer seiner vielen nervtötenden Eigenschaften. Der Wirkungsgrad des Carnot'schen Prozesses ist das Optimum für alle realen Wärmekraftmaschinen. Nächste Woche können wir den Wirkungsgrad einiger Wärmekraftmaschinen bestimmen. Das heißt, ich hoffe, es wird nächste Woche sein, denn Sie alle kennen ja die Schwierigkeiten mit dem überbelegten Physiksaal. Vielleicht können wir noch einen neuen bauen, hinter der Tonhalle. Ja. Da stehen noch völlig sinnlos drei Bäume in der Botanik herum. Ja, genau. Nehmen wir an, Sie wollen mit mir über den Bau der Tonhalle reden. Bitte. Das ist der dümmste Plan in der ganzen Weltgeschichte. Ja. Vandalen am Werk. Das sind doch Chaoten. Total hirnrissige Vernichter. Das hat doch immer geklappt mit den anderen Hallen. Da kam man wenigstens raus. Ja. Die entscheiden über unsere Köpfe hinweg. Mein Vater hat gesagt, es muss einen Plan Anhörungsvermögen geben. Ja, Verfahren, du Idiot. Ach so. Das kennt man außerdem doch. Nacht- und Nebelaktion. Stimmt, ja, kennt man auch. Macht die Gewalt kalt, die vom Wald nicht Halt macht. Offensichtlich wollen Sie doch nicht mit mir reden. Wenn ich mir das richtig überlege, interessiert Sie meine Meinung auch gar nicht. Ich bin die Frau des Direktors und darf auch in die Suppe. Naja, was sollen wir denn machen? Auf uns hört doch sowieso keiner. Und sowas wie eine Demokratie gibt's in dem Schuppen sowieso nicht. Was mir geben? Ich meine, wie stehen Sie denn da so als Frau Dr. Fiesner? Gleich macht's und die flippt aus. Wir werden hier verschaukelt als alberne Gören, die sich was in den Kopf gesetzt haben. Aber die werden sich noch wundern. Ist das eine Drohung oder so eine Art Meinungshoroskop? Naja. Das können Sie nehmen, wie Sie wollen. Mordet diese alten Bäume für verrückte Mackerträume. Mordet diese alten Bäume für verrückte Mackerträume. Mordet diese alten Bäume für verrückte Mackerträume. Selbst die Bäume ohne Not ist das auch dein eigener Tod. Selbst die Bäume ohne Not ist das auch dein eigener Tod. Selbst die Bäume ohne Not ist das auch dein eigener Tod. Fällt den Mist der bösen Bahn und lasst ihn nicht an Bäume ran. Hallo, ihr Sportkumpel. Na, wie geht's?
Na, du Weltmeister, wieder alles im Griff? Ja. Ich bin einfach der König der Sportler. Ja. Ist schon so. Eins. Zwei. Hey. Drei. Riechst du das nicht? Du stinkst nach Chlor. Fünf. Sechs. Sieben. Sag mal, wie wär's eigentlich mit einem versenkbaren Barren oder ein klitzekleines Trampolin? 9, 10, 11. Dann geh ins Bad, ich kann das nicht mit ansehen. 15. Dann lass dir doch von den alten Trainingslager bauen. Ich hab die Faxen dicke. Morgens knallt mir ein Expander gegen die Backe und deine Sweatshirt stinkt mir eine schlecht gelüftete Sauna. Und jetzt trampelst du mit deiner verdammten Sicherheitsnadel auf meinen Nerven herum. Hey, weißt du überhaupt, wie spät es ist? Schluss jetzt, oder? Oder was? Schmeiß ihn mit deinem ganzen Plunder hier raus. Und nochmal. Und eins, zwei, und drei, vier, fünf, zehn. Und ich bin der Meister. Hey, sag mal, was soll denn das? Bist du denn blöde? Das hat Felix. Hey! Wie immer nach Hause. Ich kann mich gerne haben, ihr Pfeifen, Drecklöcher! Der ist weg. Ist er weg? Na doch. Da draußen liegt Deutschlands olympische Hoffnung im Turmspringen. Soll er mir einen Reu lassen? Gar nicht jetzt zugehört. Oh, Entschuldigung. Sie sind wohl auch einer von denen. Von welchen? Ja, die Turnhalle bauen wollen. Nicht direkt. Wieso? Wir wollen sie nicht bauen. Ich gehöre zu denen, die man überreden soll, dass sie gebaut werden kann. Die Turnhalle. Und, wird sie gebaut? Da ich nicht zur Gattung der Propheten zähle, kann ich Ihnen darüber erst Auskunft geben, wenn die Herrschaften des Fördervereins abgestimmt haben. Der da oben hat mir gar nicht erst zugehört. Es gibt viele Gründe für die Turnhalle, hat er gesagt. Und Sie? Bitte. Sie haben gute Gründe gegen den Bau der Halle? Da hat einer eine Idee und die wird gnadenlos durchgepaukt. Ja, wieso? Ihr braucht doch wirklich eine Halle. Aber doch nicht an der Stelle. An welcher dann? Man macht es sich zu einfach. Im Park hinterm Haus ist noch Platz. Dann kommt die verdammte Turnhalle eben dahin. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die alten Bäume zum Beispiel. Na, nicht nur das. Was noch? Na, im Park, da kann man mal. Ich meine, man kann da. Mal Luft holen. Ja. Und eine Weile für sich sein. Manchmal. Und sich auf den Rücken legen und durch die Blätter in den Himmel schauen. Wir sitzen schon genug in einem total verbauten Kasten. Wir laufen uns dauernd über den Weg. Niemand hat ein Eckchen. Hm, verstehe. Es gibt durch den Bau mehr Platz, aber keinen Raum. Alles was dran. Überzeugt mal die anderen. Die lassen sich doch nicht. Muss man versuchen. Ist doch schon alles beschlossen und verkündet. Gegenstimmen müssen Gewicht haben und gute Argumente sind auch von Nutzen. Könnten Sie nicht? Es ist zu einfach, mein Lieber. Überzeugen Sie die anderen, meine Kollegen vom Verein. Ich gehöre nicht zu denen, die Ihnen die Turnhalle aufzwingen. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Was war denn das für ein komischer Vogel? Recht hat er. Womit? Na, wir müssen die Leute überzeugen, dass die Turnhalle so nicht gebaut werden soll. Stimmt, Aufstand, Randale. Ja? Entschuldigen Sie bitte. Ach, Herr Flohmann, Sie sollten sich gleich bei uns einmieten. Ich habe meine Tasche schon wieder. Da steht sie. Sonderbar ruhig im Haus. Gott sei Dank gibt's noch Abende ohne Lärm und Aufregung. Ruhe vor dem Sturm? Wie meinen Sie das? Na, schließlich ist morgen die entscheidende Sitzung. Ich hoffe, dass die Vernunft siegt, aber... Sie haben Zweifel? Immer. Ich bin sozusagen aus Zweifeln zusammengesetzt. Aber diese Halle objektiv gesehen... Aber verehrte Frau Dr. Sollinger,
objektiv betrachtet stehen in dieser Welt eine Menge Dinge herum, gegen die man objektiv nichts haben kann. Sie meinen wegen der Bäume? Wegen der Bäume. Wir beide entstammen, entschuldigen Sie bitte, einer Generation, die mit Bäumen in Hülle und Fülle aufgewachsen ist. Bei denen werden sie allmählich knapp. Da haben Sie recht. Haben Sie auch so einen Hunger? Nein. Ja. Doch. Dann tun wir doch was dagegen. Aber viel esse ich nicht. Oh, das ist aber schade. Gibt's hier nicht Chinesen? Ah, meine Tasche. Also, wenn du mich fragst, das wäre nichts für mich. Wenn du da oben auf dem Brett stehst und sollst da runterspringen und das Wasser kommt dir so entgegen. Nee, danke. Das ist reine Nervensache. Na, wenn du meinst. Wir kommen zu spät, Herr Dr. Wiesner. Wir sind schon fertig. T-Shirt. Nicht doch mal. Ach, schade. Ich hätte gern mal gesehen, was macht der Fortschritte? Es geht. Er entspricht nicht Ihren Erwartungen, was? Kein Problem. Ein gewisses Risiko ist immer dabei. Aber wenn es mit dem einen nicht klappt. Die Welt ist voller Talente. Man muss sie nur aus dem großen Teich angeln. So. Und die anderen? Die werden in den Teich zurückgeworfen. So wie unbrauchbare Weißfische beim Angeln, was? Ja, genau. Aber Tommy glaubt daran. Der hat nichts anderes mehr im Kopf. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich verlangen kann. Also Vogel, spring oder stirb. So ähnlich. Trinken wir noch ein Neptunstückchen? Nein, danke. Ich habe noch einen Termin. Hier, damit es ihm auch ordentlich wehtut, wenn er ihm in den Arsch stritzt. Jetzt macht die bloß nicht leckerlich, ja? Ich glaube, jetzt passiert eine Katastrophe. Ganz ruhig. Bitte machen Sie Platz! Herr Dr. Wiesner, was wird hier gespielt? Hi. Kommen Sie doch bitte erstmal. Kein Baum! Kein Baum in die Halle! Kein Baum! Hallo, ich bin der Kater Felix. Und ich bin der Kleinmann. Kein Baum für die Halle, 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 kein Baum für die Halle. Die schweigende Mehrheit könnte ich ruhig etwas lauter bemerkbar machen. Kein Baum für die Halle. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, ja. Ja, danke, danke. Bitte, meine Damen und Herren, das wird sich draußen von ganz alleine beruhigen. Zunächst einmal möchte ich mich für das Betragen unserer Schüler entschuldigen. Sie sind ja noch gar nicht ganz informiert. Ich muss sagen, dass ich weder schockiert noch verwirrt bin. Ich bin einfach empört über das offensichtlich provozierende Verhalten der jungen Leute. Richtig, dann völlig. Das ist richtig. Wir sind gekommen, um zu ihren Gunsten zu beraten, möglicherweise finanzielle Mittel bereitzustellen. Ich verstehe das als Protest. Etwas ungeschickt und lärmig zwar, aber wir sollten ihn zur Kenntnis nehmen. Man hätte sich auch in anständiger Form an uns wenden können. Das ist richtig. Ich lasse mich nicht gern überrumpeln. Heißt das, gnädige Frau, diese kleine Geschichte? Keine Angst, mein Lieber. Ich stimme ganz sicher für den Bau der Turnhalle. Das ist wohl das Modell, ja? Ja. Ja, Ihre Gründe haben mich überzeugt, lieber Doktor. Und wie sagt man doch so schön, dem Druck der Gosse gebe ich nach. Ja, ausgezeichnet. Kaffee? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Dieses würdelose Schauspiel offensichtlich fehlgeleiteter Jugendlicher regt weder meine Großzügigkeit an, noch
bin ich bereit, Toleranz zu üben. Als Vertrauenslehrer möchte ich Sie bitten, so etwas nicht überzubewerten. Aber im Interesse der Sache, im Interesse unserer geliebten alten Schule, werde ich diesen würdelosen Empfang vergessen. Würdelos. Es war überraschend. Ein bisschen komisch war es auch. Ich hatte den Eindruck, die greifen zu Mitteln, die Sie für die Letzten halten. Und das finde ich erschreckend. Abstoßen, Degutantenverkleidung. Ich schlage vor, wir prüfen jetzt die Kalkulationen und die Kostenstände. Gerne. Für wann hat sich der Architekt zum Vortrag angesagt? Reichen Sie das weiter, bitte. Für 10.30 Uhr. Ja, danke. 10.30 Uhr? Ja. Könnte ich bitte noch etwas Zucker bekommen? Ja, kleinen Moment. Dankeschön, danke. Ich möchte etwas Milch haben. Entschuldigen Sie bitte, Frau Dr. Sollinger, wo ist die jetzt? Frau Dr. Sollinger, wie spät ist es? 10:10. Dann ist die nur 2a im Anbau. Hier hoch, dann finden Sie schon. Dankeschön. Und dieses Problem mit der Kuppel, wie lösen Sie das? Man kann das auch aus anderem Material machen, aber aus Glas ist es viel schöner. Eine überzeugende Demonstration. Herr Droste, ich finde Ihre Pläne und das, was Sie daraus gemacht haben, rundherum gut. Und die Kalkulation hält sich auch in einem Rahmen, der es uns aufgrund von Eigenleistung erleichtern soll, öffentliche Mittel zu beantragen. Danke. Würden Sie es mir bitte auch noch mal erklären? Also, wir haben ja vorhin schon bekommen, als das Ganze Kein Baum für die Halle! Unser Kleinmann. Immer gut für einen Scherz. Ja. Logo. Ich wollte nur immer mal wissen, ob das abgeht. Oh, eine köstliche Maskerade. Bei mir ist das eine köstliche Maskerade. Bei den jungen Leuten war es Provokation. Ich belustige sie offenbar. Die da draußen machen sich ernstige Sorgen. So wie sie bereit sind, über mich zu lachen, sollten sie bereit sein, die jungen Leute anzuhören. So, mein Lieber, kommen Sie rein. Nochmal guten Tag. Jetzt sind Sie dran. Yeah. Seit Jahren hat mir niemand mehr den Kopf gewaschen. Dann wird's ja endlich Zeit. Sagen Sie, ist es eigentlich schlimm, wenn man sich als alter Zausel auf die Seite der Jugend stellt? Im Gegenteil. Sie wollten denen doch helfen. Ja. Und Sie haben geholfen. Das ist das Entscheidende. Sie alter Zausel.